Hallo, einen schönen guten Abend. Ich habe hier eine Steckdose für Alexa. Und ja, und schon lauscht sie wieder. Alexa, aus. Ja, sie hat jetzt auf eine Anrede gewartet. Ja, muss ich immer aufpassen, wenn ich den Namen nenne. Einmal habe ich ihn genannt und ab jetzt rede ich nur noch vom ja, Sprachsteuerungssystem. Diese Steckdose gehört zu diesem System. Das ist für meine neue Dunstabzugshaube, die noch in Arbeit ist. Ja, Lieferengpässe, das ist euch allen sicherlich auch ein Begriff. Mich hat es auch erwischt mit der Dunstabzugshaube. Wir warten schon seit Wochen auf die Lieferung und das kann sich noch hinziehen. Lieferengpässe überall, wo man hinschaut. Aber ich habe mir dieses Angebot hier schon mal gesichert, weil zu den Lieferengpässen kommt noch hinzu, dass wir mit weiteren Preissteigerungen rechnen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht jetzt noch günstig kaufe und dann nachher Pech habe und dann wird das auch teurer. Es frisst kein Brot, ich brauche keine Miete drauf zahlen und deshalb habe ich gedacht, dann kann das schon mal liegen. Ich brauche es ja nachher sowieso. Und ja, voilà, da ist es. Das kommt ans Fenster ran, da wo die Abzugshaube die Verbindung hat zum Lüften, zum Abziehen. Damit das selbsttätig öffnet oder beziehungsweise mit Sprachbefehl. Man kann es ja konfigurieren, man kann das ja über dieses System timen, man kann es aber auch mit Sprachbefehl manuell, nicht manuell ist Quatsch, aber mit Sprachbefehl eben ja so zeitgleich steuern. Ich glaube, so kann man es sagen. Mit dabei ist natürlich Klebematerial, um diese Geräte anzukleben. Oder wer mag, kann das natürlich auch anschrauben, ist sicherlich fester. Und ja, ansonsten hoffe ich händeringend, dass das irgendwann mal mit der Lieferung klappt. Dann wird angebaut und dann mache ich auch noch mal Fotos davon. Aber wie gesagt, das kann sich jetzt tatsächlich noch ein bisschen hinziehen. Okay. Wir ändern es nicht. Es ist jetzt so, wie es ist, aber ich empfehle das auf jeden Fall gerne weiter. Allein schon diese Dose, wenn man die kauft, wenn man die einzeln kauft, kostet zwischen 15 und 20 Euro. Und dann diese Teile noch dazu. Also da liegen wir mit 22,99 € wirklich sehr, sehr günstig. Und ja. Das ist eben mit der Grund. Ich denke mal, wenn ihr euch diese Werte vor Augen haltet, versteht ihr auch, warum ich mir das jetzt lieber schon weglege. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, besser gesagt, und bleibt schön gesund. Tschüss.